Guess who's back? Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, bei diesem Schmuttelwetter zeige ich euch mal meine Stanzen. Willst du mitzeigen? Ja, ich habe mir einen Kaffee gemacht und ich schnapp mir mal hier einen Container. Nö, Milo haut ab, der will nicht mitmachen. Die sind natürlich nicht geordnet. Das kommt hier eigentlich gar nicht rein. Also den ganzen Action-Müll, und ich meine das jetzt nicht böse, den zeige ich euch jetzt. Also kein Müll, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Müll, das war jetzt die falsche Bezeichnung. Die muss ich auch mal, die haben noch gar keine Magnetplatte hier, die beiden. Das sind zwei von Semifim. Absolut wunderschöne Stanzen. Die kriegen eigentlich jeder so eine Verpackung. Muss die nur mal, ja, mache ich jetzt nicht. Muss ich mal neu machen. Das lasse ich gleich mal draußen hier. Und die kommen eigentlich auch woanders hin. Also wunderschöne Stanzen. Genau, von der Marke Semifim. Kann ich euch nur empfehlen. So, tun wir gleich mal hier rüber. Von Lawn. Ich hole euch mal so ein Stückchen raus. Von Lawn von Lift the Flap haben wir hier. Ja, die ganzen Magic Iris Sachen, das ist ja alles uralt. Nee, halt, das machen wir zuerst hier. Die ganzen Add-ons. AliExpress, das ist meine aller oder mit der allerersten Stanzen gewesen. Und das ist das, ich glaube, mit das einzigste, was ich noch habe. Diese runden Stanzen. Also die finde ich nach wie vor auch schön und die bleiben auch bei mir. Ich weiß nicht, ob das von dem Hersteller nachgemacht ist, keine Ahnung. Ja, ich habe damals noch nicht so viel Ahnung gehabt. Wie die heißen, weiß ich jetzt gar nicht. Und das sind so Blumen, könnt ihr so Rosen machen mit, auch ganz, sehr, sehr schön. Dann geht es weiter mit, Moment, ich habe eine unterschlagen, mit Mama Elephant ein bisschen. Die habe ich zu Weihnachten von meinem Mann bekommen, da könnt ihr euch Streifen ausstanzen, finde ich total toll. Dann diese hier von Lawn Fawn. Das ist auch Lawn Fawn, das auch, auch. Das ist Lawn Fawn und das und das. Das hier ist eine andere Marke. Ich weiß jetzt aber nicht genau was. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. So. Jetzt geht's los hier mit... Ach Gott, das ist alles durcheinander. Weil das jetzt ein Koffer ist, also eine Stanzenbox, die eigentlich noch sortiert werden muss. Da ist so... Aktuelles mit etwas Älteren vermischt. Ich habe langsam echt hier keinen Platz mehr. Ich habe so viele Stanzen, das ist eigentlich nicht mehr, ja. So ist es, ne? So, also, Lawn Fawn ist das, glaube ich, hier alles. Genau. Ich rattere das mal durch. Ihr seht ja Mama Elephant, nö. Und was Lawn Fawn ist. Die ist auch sehr cool. Das war auch einer mit meiner ersten Stanzen. Also, wenn ihr angefangen habt, das hier ist echt ein toller Allrounder, wie ich finde. Ihr könnt hier Schüttelkarten machen, ihr habt Aufleger. Also, eine ganz, ganz tolle Stanze. Das hier ist Action. Also, ein bisschen Action ist hier auch mit drin. Wie gesagt, ich muss aufräumen, ne? Die Alphabete finde ich auch toll. Wer Action-Sachen noch braucht, kann sich ruhig gerne melden. Ich habe noch was über, das ist auch Action. So, Lawn Fawn.
Weiß ich nicht, von wem das ist. Und Studio Light, genau. So, weiter geht's. Hält das? Ja. Das ist Lawnfawn, das auch. Also ganz viel Lawnfawn ist hier, ne? Oh, sogar ein von Imbronte der Autore im Bossing Folder ist hier sogar mit drin. Das ist Action. Mama Elephant ist das. Lawnfawn, ja, auch Lawnfawn. Das ist noch ein Action-Alphabet. Die andere Stanze hier war von ach, von wem war die denn? Oh, ich weiß es jetzt gar nicht. Und das ist wohl die teuerste Mini-Slimline, die ich je gekauft habe. Da habe ich mich bei der Größe total verguckt. Boah, es ist. Das ist so schwer alles. Ja, und eigentlich habe ich die Lawnfawn-Hintergrundstanzen alle zusammen. Und ich muss das alles mal sortieren. Weil das soll eigentlich alles geordnet sein, ne? Genau, das sind. Ach so, das. Ja, ach, steht hier drüber. Avery L. Oh, das sind die auch. Das ist auch von Lawnfawn einer. Ja, habe ich zwei in eine reingetan. Also, das ist diese Love Yay Giant Outline, steht ja oben. Meine einzigste von Kreativdepot. Genau die gleiche habe ich nämlich meiner Niki geschenkt. Ja, hier habe ich auch die Hot Foil Platten. Genau. Genau, weiter geht's. Und dann sind das hier so eine Oschis, die hier stehen. Und die wiegen ja ordentlich was, ne? Also die Stanzenkoffer, das ist ja, muss man ja mal. Ganz ehrlich sagen, ich tue den anderen mal hier weg. Oh, meine Güte, ey. Hui, da kommt man ja richtig aus der Puste. Ist das schwer. Es ist wirklich Wahnsinn. Alleine, wenn ich hier so ein Packen in die Hand nehme, es ist wirklich so schwer. Okay, das ist hier wieder so Mist. Das ist auch. Also Action zeige ich euch jetzt nicht. Das ist nicht viel, was ich habe, aber ja. Ich muss zwischendurch mal, oder ich muss nicht, ich möchte zwischendurch ein Schlückchen Kaffee trinken. Und ich wollte heute mein Video nicht schneiden. Ich hoffe, ich krieg's hin. Also das sind die hier von Lawnfawn. Genau das auch. Muss die mal beschriften. Ja, nicht ich muss, ich möchte. Das war ein Fehlkauf. Da hat mir ein Shopbetreiber die falsche Stanze geschickt. Und dann sagte sie zu mir, na, schick's wieder zurück, dann kriegst du die richtige. Aber dann habe ich gesagt, ach komm, lass, weil ich fand die so schön. Mir ist die gar nicht vorher aufgefallen. Das war so mit die erste Bestellung, die ich getätigt hatte, ne? Das ist eine Schachtel. Damit könnt ihr eine Schachtel machen. Ganz, ganz toll. Ja, das ist eine Tasche hier. Ja, das ist auch eine Tasche von Lawnfawn und das ist auch eine Tasche. Die ist ganz toll. Hier noch die Add-ons. Hallo, mein Schatz. Hi. Guck mal. Ja, so, weiter geht's. Das ist
Eine ganz, ganz tolle Stanze von Lawn Fawn. Ist sie falsch rum drin? Ja, wartet mal, das triggert mich nämlich. Die habe ich, das ist Avery L. Mama Elephant, das sieht man immer hier an dem kleinen Zeichen. Ich liebe ja diese Hintergrundstanzen. Wenn die nicht so teuer wären, ich glaube, hier kostet eine 30 € ungefähr von den ganzen Hintergrundstanzen. Also das ist schon, was sich hier so ansammelt, das ist schon ein kleines Vermögen. Das kann man nicht anders sagen. Also mein Mann, der muss immer ein bisschen schlucken. Aber Hobby ist Hobby. Dafür sammelt mein Mann Schallplatten, ne? Und der hat da mehrere Geräte. Und dann sage ich immer, komm, ich weiß ja, wie teuer auch seins ist, ne? Dann sage ich immer, komm, sei du bloß still. Das ist auch von Lawn Fawn irgendwie so eine Flippy-Flappy-Geschichte. Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe. Ja, sonst klebe ich das immer da drauf, aber. Das war so meine Anfangszeit, da habe ich die Teile nicht aufgehoben, was da drin war quasi. Ne? Also das ist alles Originalware. Lawn Fawn. Sonst hebe ich das immer hier auf und klebe die Magnetplatten drauf. Ich würde niemals das verkaufen, aber damit man das auch sieht, dass das natürlich original ist. Ne? Hier habe ich es auch nicht mehr. Ist aber auch Lawn Fawn. Hier fehlt mir tatsächlich. Das hat die Lisa, die Luki-Mama, die Liebe, das weiß ich. Damit hat sie nämlich mal schöne Sachen gemacht. Mir fehlt, dieser Rahmen fehlt mir. Genau. Das ist auch cool. Und sonst habe ich nämlich eigentlich zu allen hier immer das und das, ne? Also das, wie sagt man? Oh, ich komme nicht drauf. Zack und zack. So, weiter geht's. Hoppala. Leute, ich freue mich so auf die neue Lawn Fawn Release. Ich bin so mega aufgeregt. Yay! Also nächste Woche irgendwann kommt's an und ich sag euch dann was dazu. Ich habe echt den besten Mann, den es gibt. Den ganzen Ärger und den ganzen Stress, was ich gehabt habe, jetzt so die letzten Tage, hat er gesagt, komm her. Ich habe zwar erst im November Geburtstag, aber ja. Da hat er doch da das Frauchen ein bisschen happy gemacht und ein paar Tränchen weggewischt. Wenn ihr das hier kennt, das ist, wie erkläre ich das? Das könnt ihr in die Karte reinmachen. Dann poppt das so auf. Das ist Mama Elephant. Hier habe ich alle Schneeflocken, die es gibt. In meinem ganzen Repertoire. Glaube ich jedenfalls. Hier hingetan, dass ich die nicht immer alle zusammensuche. Für mich, die Birka hat das mal gesagt. Die hat zum Beispiel das mit allen Herzen gemacht. Ich habe das auch mit allen Bannern gemacht. Da muss ich mal ganz kurz zum anderen Stanzenkoffer. Hier, das sind meine Banner. Wartet. So, das ist auch von Lawn Fawn. Auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Sache. Ja, ihr habt dort die Sterne. Sehr cool. Das ist auch ein Fehlkauf gewesen, habe ich aber am Ende auch behalten. Also es war nicht meine Schuld. Was heißt ein Fehlkauf? Es ist nicht meine Schuld gewesen. Ich habe was Falsches bekommen. Aber auch behalten. Den habe ich auch sehr, sehr gern. Auch cool. So, ich zeige euch mal kurz. Für die, die kein Insta haben, die hatte ich gemacht. Brauche aber noch ein Kartenrolling. Genau, die geht zu einer ganz, ganz lieben Freundin von mir.
So, ihr Lieben. Wartet, ich stelle mal kurz den Stanzenkoffer weg. Ich muss dann ehrlich gesagt erstmal gucken, was ich euch noch zeigen kann. Ich glaube, Mama Elephant habe ich euch noch nicht gezeigt. Nee, habe ich noch nicht. So. Auch sehr, sehr süß. Das will ich verkaufen, aber bis jetzt hat sich da keiner für interessiert. Ach so, auf der Rückseite sind eigentlich immer die Stanzen. Ich drehe das aber jetzt nicht immer um. Und einen Moment mal bitte. Wartet. Die haben da nämlich nicht mit reingepasst. Die lege ich auch gleich wieder zurück. Die sind neu. Die sind quasi nicht benutzt. Die sind ganz, ganz, also die sind nicht neu, aber für mich neu, weil ich sie nicht benutzt habe. Also ich bin noch nicht dazu gekommen. Komme auch gleich wieder weg, weil ich muss einen neuen Koffer anfangen, was Mama Elephant angeht, weil ja. Irgendwann sind die Koffer natürlich auch mal voll. Also wie gesagt, hier hinten sind immer die Stanzen eigentlich drin. Ich drehe das jetzt aber nicht immer um. Genau. Die Zodiac besitze ich nicht alle tatsächlich, obwohl mir die Schafe. Boah, wie sieht's denn hier drin aus? Was ist das denn? Du meine Güte. Milo, da muss ich Mama aber mal aufräumen, ne? So. Ich hoffe, ihr seht alles. Das sind, ach, hier vorne steht es doch, die Beach Chickies. Dann die Summer Splash, also die fand ich echt toll. Ah, das habe ich, glaube ich, von der lieben Cindy abgekauft, von Shadow Shadi. Bin mir jetzt aber nicht, doch, ich glaube, das habe ich von ihr. Doch, doch, ich glaube, das habe ich von der lieben Cindy. Oh, auch süß. Da freue ich mich, dieses Jahr mitzuarbeiten. Das hatte ich auch im Weihnachtskalender. Ich glaube, den habe ich mal abgestempelt. Das sieht man auch. Ja. Wisst ihr was? Das tue ich mir gleich mal zur Seite. Auch sehr süß. Also Mama Elephant ist ja so eine Marke geworden, ne? Cloud9 hat mir übrigens die Stempel wieder erstattet. Bei denen habe ich auch bestellt. Ne? Also, die hat sich auch entschuldigt gehabt. Das war wohl eine Verwechslung und da hat sich die Sache für mich auch erledigt gehabt. Also, Mama Elephant ist so eine Marke geworden, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, guckt es euch einfach an. Das ist doch einfach nur niedlich, oder? Meine Güte, wie süß ist das bitte? Hier ist auch mein Lineal. Schaut unbedingt mal bei der Lisa vorbei, Luki Mama. Ich verlinke euch ihren Kanal, verlinke ich euch. Die hat auch so ein Lineal gemacht, aber vor mir. Und das sieht richtig, richtig schön aus, ihr Lineal. Schaut da unbedingt mal vorbei. Die ist ja für mich die Lineal-Queen. Also Wahnsinn, was sie überhaupt macht. Schaut da unbedingt mal vorbei. Sie macht zwar gerade eine Pause,
Aber solltet ihr sie noch nicht kennen, dann abonniert unbedingt ihren Kanal und lasst ihr ein paar Herzchen da und vielleicht einen lieben Kommentar. Da freut die sich mit Sicherheit drüber, denn die macht so, so tolle Sachen und ja, wir freuen uns alle, wenn sie wieder zurückkommt. Die sind auch ganz putzig. Ja, die auch. Ach, ich liebe es einfach, ne? Ach, heftig, ne? So süß. Oh, auch schön für Halloween, ne? Da sprießen gerade wieder die Ideen hier mit euch. Hier sind so Sachen mit dabei, da könnt ihr eine Schüttelkarte machen. Eine Schüttelkarte, ein Schüttelelement machen. Genau, und hier fehlen mir noch die normalen Fröschis. Wobei eigentlich habe ich genug, mein Mann würde jetzt sagen, du hast doch genug. Nein, wir haben nie genug. So, ihr Lieben. Das war's tatsächlich schon. Also finde ich, wir sind jetzt bei 26 Minuten. Ich denke, das reicht. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel schneiden. Eigentlich gar nichts. Nö, eigentlich denke ich nicht. Bei uns, wie gesagt, regnet es. Wir konnten heute nicht raus, wir konnten nichts machen, aber so ist es manchmal, ne? Das Wetter hier an der Nordsee ist ziemlich windig, wenn es kacke ist. Und ja. Aber das ist jetzt auch nicht weiter wild. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Wir sehen uns am. Ich glaube, mit einem Lawnfarn-Auspack-Video Cloud9 und Stempelmeer. Ja, ich glaube, das ist dann nächste Woche, sehen wir uns. Ich freue mich, ich hoffe, ihr auch. Bleibt gesund und tschüdelü. Bis dann. Küsschen aufs Nüsschen. Tschüss.